Hallo und herzlich willkommen bei The Division und schön, dass ihr dabei seid. Dies ist eine neue Reihe, die ich anfangen werde. Fallout habt ihr ja mitbekommen, gibt's so gesehen nicht mehr und The Division ersetzt den Fallout-Platz. Und hier seht ihr jetzt das Charaktererstellungstool, sag ich einfach mal. Und natürlich nehmen wir einen männlichen Charakter und da suchen wir uns jetzt einfach mal ein schniekes Gesicht aus, was zu mir passt. Wenn dann die 7, oder? So ein bisschen markant. Ja, ich glaube, die 7 ist gut. 7 gefällt mir. Die Hautfarbe. Ich bin ja schon... Ja, der ist blass. Der mag ich. Farbe die Iris. Natürlich. Ja, so schaut er doch heiß aus. So, das Haar. Es gibt hier auch... Okay, alles klar. Es gibt hier auch Ding. Ich bin ja... Oh ja. Bisschen... Das wäre verwegen. Ich brauche sowas mit mehr Geheimratsecken. Nee. Ich glaube, der ist gut. Der liegt gut im Wind. Der ist ein bisschen zu kinky. Aber er ist am lässigsten. Wobei am lässigsten ist eigentlich er. Nee, ich nehme. Wir wollen es ja allen so ein bisschen recht machen. Ich glaube, er ist gut. Ja, ein schöner Drei-Tage-Bart. So. Natürlich ist er blond. Wie soll es denn auch anders sein? Narben, Kriegsbemalung. Ah, nee, das ist ja doof. Nämlich, wie kriege ich das wieder weg? Ne, das ist ja doof. Jetzt habe ich das da hier. Will's nicht. Ist mir Malung, wenn ich das nicht will. Dann muss das einfach haben. Ja, so, okay. Alles klar, also wir fangen nochmal. Es war ja nicht so schwer. Ha, zack. Weiß ich schon wieder nicht mehr, welche Haare ich gehabt habe. Habe ich die gehabt? Finde ich die denn noch gut? Oder habe ich die? Ich glaube, ich habe die. So. Markierungen, Narben, kriegst du mir mal. Nee, sowas brauche ich nicht. Nee, ich will sowas Puristisches. Ja. So. Und bevor wir jetzt loslegen... Alle ISAC-Systeme sind online. Gehen Sie für den Waffencheck an der markierten Stelle in Deckung. So, jetzt geht's hier erstmal los. Aber bevor wir jetzt loslegen, würde ich sagen, dass wir jetzt uns zusammen mal das Intro anschauen. Und das ist sehr stimmig, das erklärt so ein bisschen, um was es hier geht. Dementsprechend würde ich sagen, lasst uns einfach mal ins Intro reinschauen und dann fangen wir mit der Charaktererstellung so gesehen an. Also es ist ein bisschen zurück in die Zukunft. An diesem Black Friday können Sie ausschlafen, aus der ganzen Union strömen an diesem Tag. Händler nennen diesen Tag ihren Super Bowl. 140 Millionen. Über 9000 Geschäfte in der Wechseln ab Freitag waren für viele Millionen Dollar Geschäften erwartet werden. Die Grippesaison so früh wie noch nie. Sie hat bereits begonnen. Scheint es sich um eine unbekannte Art der Grippe zu handeln. Ebenfalls eine Tatsache, die selbst Experten unvorbereitet trifft. Will nicht spekulieren, aber solche... Zurück zu den Nachrichten. Meldet als erstes Blatt einen bisher unbestätigten Ausbruch. Haben reichlich für den Fall eines Pockenausbruchs trainiert. Und der Nationalgarde, die sich bei keine Züge, die Brücken sind sammeln. Gesperrt. Hier die ist Brücken Kriegsgebiet. Sind eine echte mehr Gefahr. Tote als durch AIDS. Dass es nicht genügend Impfstoff da gibt, um alle. Unterbrechen. Steht kein Grund, in Panik zu verfallen. Eine komplette amerikanische Stadt. Inzwischen das grüne Gift genannt, wurde der Central Park in ein Massenbrand. Meldungen von Stromausfällen, Gaslecks und Bränden. Die Regierung scheint keinerlei Ressourcen. Eine weitere Nacht im Zeichen von Plünderung. Die Einwohner von New York bitten eindringlich. Alle verfügbaren Einheiten. Brand an der Ecke Houston und Mehrheit unserer Ersthelfer ist entweder tot. Keinerlei Ressourcen mehr. Die behandeln uns wie Tiere. Nicht unser Job, dafür sind wir nicht aus.
Als wir aktiviert wurden, wussten wir, dass die Lage schlimm ist. Weit schlimmer als bekannt. Wir sind hochtrainierte, eingebettete Elite-Agenten. Wir werden gerufen, wenn alles andere versagt. Wir haben keine Regeln und keine Grenzen. Unser Job ist, die Reste zu schützen. Wir sind Ihre Kollegen. Wir sind Ihre Nachbarn. Wir könnten auch Ihre Freunde sein. Aber werden wir gerufen? Lassen wir sofort alles zurück. Nun, also zurück in die Zukunft, Zukunft. Und hier sind wir jetzt da, wo wir gerade aufgehört haben. Und jetzt habt ihr ja schon gesehen, wir müssen uns da in Deckung gehen. Das schaffe ich. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Wo ist ein hervorgehobenes Ziel? Achso, das ist ein hervorgehobenes Ziel. Primärwaffentest erfolgreich. Läuft. So. Ah, okay, Handfeuerwaffe. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. So, ich habe noch kurz die Einstellung gemacht, da nicht wundern. Deswegen wollte ich euch hier nochmal kurz den Ton etwas anpassen und habe die Grafik angepasst. Jetzt ist wirklich das Maximum an Optik und ich glaube, es schaut schon sehr nice aus und ihr habt nichts verpasst. Wir müssen nur zum Safe House. Das ist auch schon alles. Ich werde übrigens das Spiel auch ein bisschen mit Ryukat zocken. Das bietet sich einfach an. Ihre Mitagentin Fay Law hier eingetroffen ist. Melden Sie sich bei ihr, wenn Sie reinkommen. Shelter Inside, okay. Und dementsprechend nicht wundern, wenn nachher mal Ryukat mit dabei sein wird. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Hallo Jungs und Mädels. Da sind ja schon mal ein paar Spieler. Ja, jetzt ist hier die Möglichkeit, dass Rio dann gleich mit dabei sein wird. Dementsprechend würde ich sagen, ich mache hier einen kurzen Break und ja, ich denke, ich werde mich gleich mal Rio anschließen. Also, nicht wundern, entweder Rio ist gleich dabei oder es geht alleine weiter, aber kurze Pause! Jetzt sind wir also auch wieder am Start und Rio ist dabei, auch wenn der Nick unbekannt ist, muss man ja dazu sagen. Hallo, genau. Ich habe dummerweise mein Ubisoft Uplay Nick hier drin, ne? Und mein Ubisoft Uplay Account existiert schon relativ lange, seit dem ersten Ubisoft Uplay Siedler, glaube ich. Und damals hieß ich noch Gnoll. So, deswegen Gnoll. Bin ich hier als Gnoll unterwegs und ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich meinen Namen ändern kann. Ja, ich kann übrigens eine Fähigkeit vergeben, sehe ich gerade. Ich auch gerade. Wollen wir uns so ein bisschen absprechen, wer was techt oder wer auf was geht, dass wir da vielleicht sogar... Ach nein. Ich will dir was Cooles machen erstmal. Pass auf, was gibt's denn überhaupt? Es gibt hier einen Impulsgeber, sowas klingt schon mal uncool, sowas mache ich schon mal nicht. Technologien, Haftgranate, das klingt schon wieder nach was für mich. Ich mache die Haftgranate. Ja, ich nehme den ballistischen Schild. Legt einen Treffer am ballistischen Schild an, okay, der Schaden läuft. Absolviert. Den nehme ich dann. Alles klar. Oh, warte mal. Wie mache ich das jetzt? Ich drücke... Oh, Dienst nicht verfügbar. Ja, man muss dazu sagen, es gibt da derzeit noch so ein paar Problemchen. Derzeit nicht verfügbar, ja? Errichten Sie Operationsbasis in Manhattan um. Ah, ich brauche eine Operationsbasis in Manhattan. Dann kannst du nicht gehen. Wie kannst du nicht? Also ich habe jetzt. Der stand da, Operationsbasis in Manhattan, dann kann ich es erst machen. Ich habe was ausgerüstet jetzt. Lol, bei mir geht's hier. Ich brauche eine Operationsbasis in Manhattan, steht. Na gut. Na dann brauchst du eine Operationsbasis in Manhattan. Ja. Okay. Ich brauche meine Manhattan-Basis. Wir haben aktuell unsere erste Mission und zwar sollen wir Brooklyn wiederherstellen, Nahrungsmittelfeuer wieder beschaffen. Sagen. Komm, Knoll, lass uns Brooklyn wiederherstellen. Danke, Mr. Whatcom. Also, falls ihr euch wundert, warum wir das überhaupt zusammen machen, ja, wir wissen selber noch nicht ganz genau, wie wir es handhaben werden, aber wir werden zumindest mal ein paar Folgen zusammen aufnehmen, wenn nicht sogar viele Folgen. Also von dem her, da war der immer nur Nahrungsmittellieferung aus dem Verteilzentrum in Brooklyn Heights gestohlen, um sie an Hungernde zu verkaufen.
Komm mal her. Ja, ich musste gerade ein bisschen leiser stellen, weil du so leise warst. Ich glaube, aber leiser stelle ich es auch mal. Das ist auch eine gute Idee, weil es ist an sich sehr laut gefühlt. Wo ist denn... Ach, da wo Audio steht, ist Audio drin. Hm? Jetzt muss ich schon auf 10% stellen, aber es ist echt laut irgendwie. Jetzt E drücke, dann habe ich mein Schild, oder? Umschalten, so. Ah, okay, man sieht aber nicht, dass ich den Schild aktiviere, ich kann den Schild schon aktivieren, aber ich sehe keine Animation oder ähnliches. Dieser Pisser! Hat der uns einfach jemanden weggesnippt hier? Nach Hinweis. Unglaublich. Okay, wir haben ein bisschen vielleicht zu lange gewartet. Ja, aber um das vielleicht nochmal kurz zu wiederholen, was Andi gesagt hat, wir sind noch so ein bisschen... Ja, alles nehmen. Wir gucken noch so ein bisschen, wie wir das handhaben, haben aber jetzt erstmal vor, das zusammen aufzunehmen. Und wir wissen auch noch gar nicht, wie die Skalierung der Level ist. Ich persönlich habe die Beta nicht mehr gespielt, weil ich davon immer... Erstmal bin ich immer ein bisschen faul, für ein Wochenende mir ein Spiel runterzuladen. Und zweitens will ich mir meistens ein Spiel nicht durch eine Beta versauen, weil ich da schon echt negative Erfahrungen gemacht habe. Ja, meine Zuschauer hier wissen ja schon, es gab ja schon eine Angezockt aus der Beta eben. Und ich muss sagen, hat mir sehr gut gefallen. Das war auch der Hauptgrund, warum ich dann so gesagt habe, will ich unbedingt da denn? Markierte Position in der Nähe. Ach, das sind schon Feinde. Ist schon mehr gesehen als ich. Aber eben dadurch, dass es so nicht bekannt ist, wie so der Endgame-Content aussieht und wie das läuft, ist es immer so ein bisschen schwierig, sowas zu zweit schon vorab zu planen. Aber natürlich ist es gerade, es bietet sich halt an, das zu zweit zu spielen. Oder natürlich eigentlich zu noch mehr. Genau, aber jetzt ist es erstmal so und wir gucken mal, was draus wird. Oh, ich geh in Deckung. Deckung. Ach, die kommen ja von da. Oh. Ah, das ist aber echt, das ist halt Division, ne? Dieses Deckungssystem. Ja. Klappen. Das ist echt nett gemacht. Ja, wenn Tom Clancy's draufsteht, dann weiß man, da ist was Gutes drin in der Regel. Also ich muss sagen, Tom Clancy's Spiele, irgendwie haben die immer was. Auf jeden Fall gutes Shooter-Gameplay. Absolut. Und das für Third Person darf man ja nicht vergessen. Achso, ich habe bei mir übrigens die Charakterstellung nicht gezeigt. So sieht er bei mir aus. Ich muss dazu sagen, die Charakterstellung, um das nochmal bei mir kurz zu wiederholen oder kurz mal zu erörtern, ist nicht das Gelbe vom Ei. Es ist relativ basismäßig, nichts mega Besonderes, aber naja, es ist halt ein Shooter. Ich würde sagen, das ist halt was für Männer. Wir brauchen nicht viel Charaktererstellung. Genau, da gibt es 4 Presets, kannst einen Bart draufklatschen, fertig ist der Lack. Richtig. Ich muss auch sagen, ich habe es ja bei mir gezeigt und lustigerweise, ich habe dann einmal eine Narbe ausgewählt oder irgendwas ausgewählt, das ging dann nicht so und man konnte es nicht mehr zurückwählen. Also man musste nochmal von vorne starten. Tatsächlich. Also, ja, die denken sich dann so, ne, der hat jetzt eine Narbe, die bleibt. Die Narbe ist eingeritzt, die kann man nicht wieder einfach entfernen. Richtig. Die muss da bleiben. Ja, vernarbter Tim. Vernarbte Karamba. Du hast übrigens einen Balken weg. Was habe ich einen Balken weg? Dir geht's nicht mehr so gesund. Sag bei mir. Ja, ist egal. Aber Mission, M-Mission wählen. Ach so. Pass auf. Ja, da war ja was. Sollen wir machen? Oder was können wir hier machen? Nebeneinsatz, oder sollen wir zum Safehouse nochmal zurückgehen? Wenn wir schon mal hier in der Nähe sind, dann eine Schrotflinte wäre doch ganz praktisch. Oder ein Maskenobjekt. Wieso Schrotflinte? Bei dem einen gibt es so, eine Schrotflinte. Ja. Schrotflinte ist gut. Schrotflinte? Ja, das machen wir. Definitiv. Alles. Warte mal, wir können das GPS noch anmachen, ne? Mal kurz gucken. Ja, habe ich an. Wenn du draufklickst, dann ist es bei mir ist an. Aber es schaut schon optisch unglaublich geil aus, das Spiel. Ja. Das sieht schon echt nett aus, ja. Kann man nicht anders sagen. Vor allem die Lichteffekte. Ja, brutal. Also die Grafik ist sehr, sehr nice. Kurz zum Hintergrund. Wir befinden uns im New York. Im eigentlich kann man sagen, fast schon postapokalyptischen New York. Vonstatten, beziehungsweise ist so geschehen durch ein großes oder einen starken Grippevirus. Und dadurch sind viele Plünderer dann auf die Straßen gerannt. Alles ist so ein bisschen rechtsfrei geworden. Und das Einsatzkommando der Division versucht hier so ein bisschen Recht und Ordnung dazu da herzustellen oder aufrechtzuerhalten. Das ist so groß, im Groben der Hintergrund der ganzen Geschichte. Ja, da war das Intro-Video auch ganz nice. Das habe ich auch noch mit aufgenommen. Also hat man bei mir ja auch gesehen, von dem her
Aber das war lustigerweise, war es auch schon. Black Friday, alle haben eingekauft und da ist der Grippevirus entstanden. Also an die Damenwelt da draußen, nicht zu viel shoppen einkaufen. Ist ungesund. Hm. Schauen wir mal. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was diese ganzen Funkrelais-Dinger, die man überall dran hat, auf sich haben, aber gut. So, da hoch. Okay. Hey, meine Leiter. Ich mal deinen Kopf aus meinem Hintern. Alter, krass, ey. Ja, gleich hier mit dem die Holzbahn-Methode, ja? Natürlich! Sneaky ist was für Arme, ey. Ja, die Schrotflinte ist was für dich, wa? Wie kann man eine Granate werfen? Haben wir schon Granate? Nee, schon mal nicht. Ich glaub G oder sowas. Doch, Ah, jetzt habe ich das Schild. Guck's dir an. Ist das cool. Wow, war das deine Granate? Ja. Nett, nett. Einfach G gedrückt halten und dann... G? G, Gustav? Okay. Komm schon, komm schon. Happen. Guck dir mal ein cooles Schild an. Ist der nicht fett? Alter. Jetzt muss ich echt schauen, dass ich die Fertigkeit, ob ich die nicht echt so noch zuweisen kann. Das gibt's doch nicht, dass ich so eine... Dass du das auswählen kannst und ich brauche hier so ein Headquarter. Guck dir das coole Fisch an. Nee, echt, ich brauche die Optionsbasis. Das ist ja unglaublich. Komisch, kannst du die irgendwie verlegen? Vielleicht liegt das daran, dass deine Heimatbasis irgendwo anders ist. Nee, ich kenne das ja nachher, also das habe ich ja schon in der Beta gesehen, diese Basis, die kommt ja wirklich dann später. Ach so. Das ist ja die man aufbaut. Komisch, dass ich dann schon was vergeben konnte. Ja, vielleicht wird das nochmal unterteilt in irgendwelche Level von irgendwelchen Skills. Das haben Sie keine Ahnung. Gemacht, Agent. Das. Oh, es blinkt. Ah, ich habe eine Schrotflinte bekommen. Schützender Schon habe ich auch noch hier in der Kiste. Alles plündern. Cool, da kann ich auch an. Jeder hat seine eigene Lootbox, by the way. Lootbox, Schutzmaske. Plündern. Ich mache hier mal mein Inventar. Ich schau mal, was ich so ein bisschen equippen kann. Ah, ich will auch mal schauen. Oh, da habe ich doch einen schützenden Panzer. Also die Schrotflinte hat eine geringere Schaden pro Sekunde Wert als die MP5. Das ist auch schon mal interessant. Mal weiter, was diese Masken auf sich haben. Rüstung. Oh, der ist nice. Mit... Eine Schutzmaske. Sag, was bringt denn der Rucksack? Einfach größer? Was ist interessant, dass der immer anzeigt, wo du ein besseres Item hast, ne? Ja, das stimmt. Rot-Status umschalten. Gibt's dafür auch einen... Ah, okay, cool. Man kann seine Sachen auch zerlegen. Dafür bekommt man dann ganz offensichtlich Materialien, die man später fürs Craften benutzen kann. Okay, ich habe mich wieder equipped. Ich bin eigentlich soweit. Ja, ich auch. Hast du die Schrotflinte jetzt genommen, oder? Nee, ich bleib hier bei dem langen Ding. Bei dem langen Ding. Oh, warum? Wollen wir den anderen Nebeneinsatz noch machen? Der ist hier gleich um die Ecke. Ja, oder? Ich würde sagen, den machen wir noch klar, den Nebeneinsatz. Diese Plünderer haben eine Kiste Morphin gestohlen. Vermutlich, um sie zu verkaufen. Wir haben Schmerzpatienten, die Medikamente brauchen. Ja. Versuchen sie, die Kiste hier zu schön kaufen. Einfach mal über den Truck. Ich muss aber auch sagen, so rein map-technisch bin ich bisher echt begeistert. Also, dass wir da durch so einen U-Bahn-Tunnel da oder so einen Tunnel da gelaufen sind, um da hinzukommen. Absolut. Ohne dass man, absolut. Dass es eigentlich einen großartigen Sinn hatte. Es war wirklich nur, dass wir das Areal oder im Areal fortschreiten. Ohne eine besondere Inszenierung, aber das ist schon atmosphärisch richtig genial gemacht. Gefällt mir gut. Ja, die haben das schon drauf. Also auch, wie gesagt, die Beta, die hat mich auch schon, also ich habe es nämlich lang gespielt, weil ich mir nicht zu viel End-Content oder Content allgemein verhauen wollte. Mhm. Aber unterm Strich muss man sagen, es hat mich schon direkt so angefixt, dass es für mich klar war, das brauche ich. Ja, ich bin ja ein Spontankäufer gewesen. Für mich quasi ein kleines Geburtstagsgeschenk. Oder mein Geburtstagsgeschenk. Ich habe zwar noch nicht Geburtstag, aber im Voraus halt. Ah. Habe ich mir das gegönnt. Was wollen wir denn da machen? Hast du schon richtig rausgefunden oder bemerken können, ob man durch bestimmte Objekte schießen kann? Nee, ehrlicherweise nicht. Okay. Also klar, dass man hier so... Vorräte zur Abholung markiert. JTF so. Informiert. Nice.
Bereich verteidigen. Bereich müssen wir jetzt verteidigen, okay. Genau. Das ist ja so ein bisschen jetzt wie in der Dark Zone, wo das ja später auch so ist, dass du Loot-Items bekommst, die musst du ja auch dann transportieren lassen und da musst du die ja auch verteidigen. Das bereitet also da schon so ein bisschen vor. Ey, ihr kommt von der falschen Seite, Leute. Ah! Ich hab noch gar keine Granaten. So. Du kannst dir übrigens auch Items für die Dark Zone bzw. Schlüssel für die Dark Zone im Uplay-Konto freischalten. Okay. Mir da schon aufgefallen. Who wants some? Dieses Schild ist echt genial. Ich hätte gerne noch eine gute Handfeuerwaffe dafür, so eine kleine MP oder sowas. Ansonsten gefällt mir die echt gut. Wow. Wir müssen aufpassen hier, wenn die von mehreren Seiten kommen. Ja. Alter, geh mir nicht auf den Sack, ey. Lass mal das mal wieder weg. Das Ziel verteidigt, sehr nice. Bei den einen noch weg und dann haben wir's. Super! Hier liegt nur überall Zeug rum. Ja. Gute Arbeit, Agent. Jetzt können lootet man sich Dinge weg? Nee, man hat wirklich selbst Loot, ne? Ich habe hier ganz wieder Schrotflinten gefunden. So wie es aussieht, ja. Aber ich glaube, die sind nicht besonders spannend. Wer ist das? Achso, ihr habt das Zeug abgeholt, ja? Na du, na dann ist ja gut. Komm mal kurz ins Inventar. So, und jetzt müssen wir wieder ins Safehouse. Bietet sich, glaube ich, für mich und meine Folge auch dann an, weil da, glaube ich, kann ich einen kleinen Cut machen. Aber da laufen wir erstmal nochmal zurück. Yep. Ich glaube, eine weitere Nebenmission haben wir hier auch gar nicht in der Nähe. Nee, die Nebenmissionen sind durch, deswegen ist ganz gut gemacht gewesen. Zwei Nebenmissionen, jetzt wird man automatisch zum Safehouse zurückgeschickt. Kommt ihr mal wieder vorbei, wir haben hier was für Sie. Hab da was für dich. Möchtest du sehen? Willst du ein Spiel spielen? Soll ich dir mal einen richtigen Hasen zeigen? Sehr schön. Atmosphärisch ist das echt genial gemacht. Ja, guck dir mal auch hier so die Autolichter, dieser Lichtkegel an. Gut, der Schatten, den wir werfen, der ist so ein bisschen fast schon zu gering, aber... Na, so geht's aber hier, wenn du so noch... Ja, das, ja stimmt, du bist besser gelaufen als ich. Jetzt ein schönerer Schatten. Aber wie der Lichtkegel, wie der Schnee darunter fällt, also wie die Partikel, das ist unglaublich schön. Und das für keine Ladezeiten. Also das darf... Wenn ich bedenke, früher gefühlt bei so Open-World-Spielen 3 Meter gelaufen, irgendeinen Ladebalken gab's. Ja. Also für einen MMO ist das wirklich schon ziemlich beeindruckend. Hoffen wir nur, dass sie den Start richtig schön flüssig weiter hinbekommen. Also es gibt schon so ein paar Fehler, auf die wir gestoßen sind. Also ich glaube, gerade hier in der Zone, wo wir uns jetzt befinden, wir mussten ja auch ein bisschen am Anfang rumtricksen. Am Anfang muss man im Endeffekt kurz mal mit der Pistole schießen. Und da war hier an dem Terminal, da muss man dann zu diesem Notebook, da war hier eine ganz lange Schlange. Die standen bis hinten und haben da angestanden. Und die konnten da nicht ran, weil dieses Terminal nicht funktioniert hat, ausgerechnet in dieser Zone. Also man musste sich abmelden und hoffen, dass man in eine andere Instanz kommt. Aber gut, du gibst noch ab in deiner Folge, dann mache ich das auch noch. Genau, so ist es. Sehr gut. Haben wir ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen und das war ein Level-Up, ne? Ja. Ich habe ein neues Objekt im Inventar. Ja, und da habe ich auch eine neue Aufgabe direkt bekommen. Also dann, wie gesagt, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und in der nächsten Folge kann ich euch ganz klar verraten, werdet ihr nochmal auf RioCut stoßen. Also vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Genau, dann auch von mir ein herzliches Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.